Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zu einem weiteren Vlog. Wir sind gerade wieder in Braunschweig und sind heute im House of Sweet eingeladen, sage ich jetzt mal so. Und was es da so Schönes gibt, zeige ich euch gleich. Der Name verrät es natürlich schon, House of Sweet. Also für alle, die jetzt gerade Diät machen, ich glaube, das Video ist nicht gut für euch. Aber guckt es euch trotzdem an. Also bis gleich im House of Sweet. So, wir sind jetzt angekommen beim House of Sweets, wie man sieht. Ja, es ist ein kleiner, süßer Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist wirklich so süß, da kann man nur was Süßes reinmachen. Auf jeden Fall gibt es hier, wie gesagt, Süßigkeiten, wie man sieht. Wir gehen jetzt rein und lassen uns den Laden mal erklären. Also kommt mal mit, kommt mal mit. So. Das ist der Laden und den lassen wir uns jetzt mal schön zeigen. Ich fahre erstmal mit euch nochmal durch, einmal kurz durch den Laden. Und dann lassen wir uns erklären, was es hier so alles Feines gibt. Also bis gleich. Wie gesagt, ich bin jetzt hier im House of Sweets und wir haben hier Sugar King. Name, den wahren Namen werde ich nie erfahren. Ja, er hat es gerade selber zu mir gesagt, er heißt nicht anders. Also es ist Sugar King, er wird uns ein bisschen den Laden zeigen und auch die ganzen neuesten Neuigkeiten. Und er hat mir jetzt hier schon mal das hier in die Hand gedrückt und da wolltest du jetzt noch was zu sagen. Was ist das? Wir haben hier Snapple, wir haben hier im Kühlschrank verschiedene Sorten von Snapple. Snapple ist ein Mix zwischen Eistee und Saft, deswegen probieren wir das kurz mal mit dem Chris. Schon gespannt. Oh ja, oh ja, schön kalt, sehr gut. Das ist halt mal ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen raus aus der Richtung Eistee, den man kennt. Diesen herben Geschmack haben wir hier nicht. Wir haben hier nur natürliche Extrakte. Natürlich ist das auch alles bio und vegan bei uns. Das ist auch alles glutenfrei. Genau, ich hatte erstmal die erste, ihr habt ja gestern eine schöne große Lieferung bekommen. Und da habt ihr viele Neuigkeiten dabei gehabt. Deswegen war die erste Frage von mir, was gibt es denn Neues bei euch? Was ist denn neu? Also zu dem Bestand von dem Laden kann ich mal so viel sagen, wie routinständig. Das heißt, einmal im Monat geht ungefähr die Hälfte raus oder ein bisschen mehr als die Hälfte geht raus und dann kriegen wir neuen Stuff wieder rein. Das heißt, wir haben manche Sachen, die sind immer im Sortiment, wie Reese's, Hershey's, Sour Patch. Und der Rest routinen wir, damit der Kunde immer was Neues in dem Laden kriegt und immer was Neues probieren kann. Natürlich ist das zum Nachteil manchmal, dass jemand ein Produkt getestet hat, das wieder kaufen will und dann muss er erstmal eine lange Zeit warten. So, was haben wir neu? Wir haben hier neu die Dots, die sehr beliebt sind. Also wir werden auf jeden Fall viele Sachen mitnehmen, aber erstmal noch nicht sagen, welche Sachen. Aber wenn ich schon mal sowas sehe wieder, also ich kenne es nicht. In meiner Hand habe ich Sachen, die man vom Namen her kennt. Wir haben hier einen Oreo Brownie. Wir haben, also das kann man ja sehen, den Oreo genau. Keks kennt man ja. Auf jeden Fall gibt es hier viele Marken, wo man sagt, ja, Oreo kenne ich, aber ohne Witz, wer hat Oreo Brownie? Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ich kannte es vorher nicht. Also das ist richtig geil. Und man kann hier auf diesem Bild sehen, kann man hier ein bisschen so rumschwenken, wie er ungefähr was einen erwartet. Ne? Da kann man schon so sehen, fette Füllung, das sieht mega geil aus. Viele, die in den Staaten waren, kennen Reese's, deswegen haben wir Reese's natürlich ein ganzes Regal gewidmet in dem Sinne. In verschiedensten Konstellationen. Reese's ist die feinste Erdnussbutter, die es überhaupt gibt in den Staaten und mit Abstand auch die beliebteste. Viele, viele, die auch diese Nerds kennen, das sind so kleine Candybällchen. Die haben wir die auch in verschiedenen Geschmackssorten. Geil. Und dann gibt es auch die in verschiedenen Variationen, auch zum Beispiel Richtung Weihnachten gibt es dann immer so Special Editions und was auch immer. Wir wollen die Süßigkeiten anbieten, die du normalerweise auch von dem Geschmack her, das ist ein wichtiger Faktor. Das muss nicht wie bei Cola, es gibt auf der ganzen Welt Cola oder Fanta, es muss so schmecken wie aus den USA. Das ist auch das Wichtige. Zum Beispiel, es gibt Twizzlers, das ist Schnürlakritz.
Das ist Erdbeerlakritze. Das gibt es in verschiedenen Serien und Filmen. Das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Du kennst Twinkies. Es gibt einen Film, der heißt Zombieland. Mhm. Vielleicht kennst du den. Ja. Das ist so ein Kultfilm. So. Und der jagt dem letzten Twinkie hinterher. Wo sind die verdammten Twinkies? Und jeder kennt den Film, aber keiner kennt den Twinkie. So. Deswegen haben wir hinten auch Twinkies. Ja, hier zum Beispiel Sour Patch ist halt super beliebt. Es gibt diesen Rapper, der heißt UFO361. Oh, vielleicht sieht der das ja, UFO. Ja. Richtig. Und oha. Ja, okay. Er hat die Welle dafür losgeschlagen, als er in den Staaten war. Toxic Waste Nuklear Fusion ist das sauerste Produkt, was wir hier vertreiben. Weil wir hier auch in einem Süßigkeitenladen sind, machen wir das, was man auch in einem Süßigkeitenladen tun muss. Deswegen gebe ich mal unserem schönen. Also noch schlimmer wie Center Shock. Ja, nicht so schlimm. Also Center Shock ist ja schon echt auch übel. Oha. Ja, ich gebe dem eins. Ich verzichte mal dankend. Ehrlich? Ja, komm, zum Feier des Tages. In so einem verschiedenen Fass gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Der hat was Gelbes, ich habe was Orangenes. Prost. Boah, da ziehen sich die Backen und die Arschbacken zusammen. Alter Schwede. Wenn der Center Shock, wenn du den frisch im Mund, wenn du den frisch im Mund steckst, ne, hat der ja außen so eine Haut. Die ist dann so sauer, aber dann hört das auf. Der ist dauerhaft so sauer. Mhm. Also irgendwann besser und in der Füllung noch mal ein bisschen sauer. Also für jeden, der sauer mag, es gibt verschiedene Varianten von Sour Patch, wenn normal sauer, Weingummi. Mhm. Und hier. Mhm. Jetzt wird's süß. Mhm. Dann wird es irgendwann angenehmer. Dann haben wir halt dieses Toxic Waste mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Geil, Mann. Peanut Butter, ja. Mhm. Auch sehr beliebt. Ich mag es nicht so, meins ist es nicht. Aber auch eigentlich bei den meisten sehr beliebt. Genau, richtig. Mhm. Peanut Butter Sirup. Also alles, was das Herz begehrt. Ich packe euch in die Videobeschreibung alles rein, dass ihr auf Instagram gucken könnt, was die hier anbieten, dass ihr im Internet bestellen könnt. Wir haben hier hinter dir viele kuchenartige Sachen aus den Staaten. Auch zum Sortiment kann man sagen, dass wir auch tatsächlich viel aus den Staaten haben. Weil das ist mit Abstand einer der beliebtesten. Was für Länder haben wir denn hier so drin? Italien, also Amerika. Amerika, England haben wir da vorne, Cadbury-Sachen. Mhm. So, wir haben hier Sachen aus, also komplett Asien vertrieben, das ist Japan. Dann haben wir zum Beispiel auch Sachen, die wir wiederum kennen. Mhm. Haben wir, du kannst dir mal die andere Tüte zeigen. Wir haben hier KitKat, Double Matcha, also das ist sowas wie Wasabi-Grüntee mäßig. Ich habe hier so Tee oder Kaffee oder richtig. Tee. Also, richtig. Jawohl, Tee. KitKat-Tee. Es gibt, wie ich schon erwähnte, der Film Zombieland. Mhm. Dann haben wir den letzten Twinkie oder die Twinkies. So. Mhm. Und auch Snowballs. Also es gibt eine Szene, die ist halt weltberühmt. Ich mag Snowballs. Ich hasse Kokosnuss, nicht den Geschmack, die Konsistenz. Und in dem Snowball kann man halt sehen, du hast hier, ich glaube, vier verschiedene Schichten. Mhm. Du hast hier Kokosnuss, dann hast du Marshmallow, dann hast du Brownie-mäßig, dann hast du nochmal Cream. Oha. Ja, das ist halt volle Pulle Amerika. Das sind Lucky Charms, das sind so Cornflakes, das sind noch Marshmallow und Einhörner mit drin und so weiter. Geil, Mann. Hier haben wir zum Beispiel Brezeln, was hier weiße Schokolade mit Streusel. Und innen drin ist trotzdem Brezel? Ja. Oha, Alter. Jungs. Hier haben wir Oreos, also Oreo Cornflakes, als goldene Edition, also die weißen. Und die normalen Oreos als Cornflakes. Dann haben wir hier unten noch verschiedene Pringles-Sorten. Pringles-Sorten. Mhm, richtig. Applewood Cheddar, dann haben wir Honey Mustard. Mhm. Auch ein Manuelsen, wenn du das siehst, ne? Honey Mustard, wieder da. Manuelsen, achso, er weiß schon Bescheid. Das sind seine Dinger? Das sind seine Dinger. Wenn du das siehst, Manuelsen, dann weiß ich schon. Bring dir mit. Soll ich dir mitbringen? Geil, Mann. Dann auch wieder. Oh, hier, was ist das? Das ist Zuckerwatte. Und dann gibt's Dr. Pepper Zuckerwatte. Ach, was? Das ist auch Zuckerwatte? Das ist Zuckerwatte von Dr. Pepper. Hier haben wir zum Beispiel Blaubeer-Erdbeer-Zuckerwatte. So, dann habe ich noch eine kurze Frage, so, ob was Neues geplant ist. Neue Produkte oder vielleicht sogar noch was Größeres. Also neue Produkte sind ständig geplant. Also das heißt, wie ich schon am Anfang meinte, wir rotieren ständig. Was an Projekten neu geplant ist, ist, dass wir zeitnah in Hannover, in der Innenstadt, mehr möchte ich da nicht preisgeben, mhm, einen der größeren Laden öffnen werden. Mhm. Das geht Richtung Candyland. Wir haben hier ungefähr 250 Produkte. Dort in Hannover sind angepeilt zwischen 700 bis 800 Produkte, weil wir dann auch 100 Quadratmeter Ladenfläche da komplett ausstatten mit Süßigkeiten aus der ganzen Welt. Noch mehr, noch kreativer, noch bunter. Was hast du gesagt? Willy Wonka. So genau, Willy Wonka. Candyland-mäßig. Machst du dann einen anderen Namen oder bleibst du bei Sugar King? Ich bleibe bei Sugar King auch. Also nicht Willy Wonka. Nach 10 Läden werde ich immer noch Sugar King bleiben. Für jeden, der weiter wegkommt, verschicken wir auch Sachen online. Genau, da haben wir zum Beispiel genau das, was hinter mir steht.
diese schönen Boxen. Also ihr könnt erstmal alles bestellen, was hier im Laden ist, was euch gefällt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte nur was von Reese's haben, dann kein Problem. Aber dann gibt es auch diese Überraschungsboxen. In den Überraschungsboxen ist jetzt was drin? Also Überraschung. Überraschung, genau. Aber hier befindet sich so drin so die Bestseller, was es im Laden gibt. Was ist zum Beispiel hier euer Bestseller? Was wird am meisten gekauft? Reese's ist schon sehr stark. Echt, also, ja? Weil die Box wird gestaltet mit Sachen, wo wir der Überzeugung sind, der Kunde sollte oder müsste das probieren, um halt auch bei neuen Produkten auf den Geschmack zu kommen, was halt auch wirklich cool ist. Ihr packt hier einfach mal ein paar Sachen rein, wo ihr sagt, komm Kunde, das musst du ausprobieren, das schmeckt Hammer. Die ist halt auch super zum Verschenken. Ja, Mann. Weil mit Süßigkeiten machst du im Prinzip jedem eine Freude. Da haben wir soweit alles, ne? Da haben wir soweit alles. Bei dir und ich mache jetzt noch mal einen fertigen Cut, wie immer. Links und rechts findet ihr zwei weitere Videos und in der Mitte könnt ihr mich abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!